Heute geht's los nach Dresden. Also E-Tour nennt sich das, eine Kolonne von Elektroautos. Hier ist der Treffpunkt in Marlow am südlichen Stadtrand von Berlin, am Van der Falk Hotel, das gleich hier nebenan. Und ja, wir machen Zwischenstation am zweitschönsten Schloss Deutschlands, Schloss Moritzburg in Sachsen. Und dann geht es zur gläsernen Manufaktur in Dresden, wo ID3, ID4, glaube ich, gebaut werden. Der Bass wird ja in Hannover gebaut. Und ja, übrigens ist heute auch der 70. Jahrestag des Volksaufstandes in Berlin. 17. Straße des 17. Juni, kennt jeder, ne, in Berlin. Und heute vor 70 Jahren war das. 55 Menschen sind da umgekommen, die für die Freiheit gekämpft haben, und einige tausend wurden inhaftiert. Ja, daran wird heute erinnert werden. Es ist auch ein Denkmal zwischen Zehlendorf und Wannsee. Über der Autobahn. Und da werden heute sicherlich Politiker einen Kranz niederlegen oder ein Gesteck oder so. Genau, okay. Das wollte ich nur kurz erwähnen, aber heute schöner Tag. Hoffentlich wird das Wetter noch besser. Und ich nehme euch mit auf die Tour. Viel Spaß. Ja, die Geräuschkulisse einer Autobahn, das ist mit ein Grund, warum ich keine Autobahnen mag. Aber keine Angst, die Tour heute ist über Landstraße. Die ticken ja auch wie ich, das sind ja auch Elektroautofahrer. Gott sei Dank. Bis dann. Ja, hier gibt es auch 20 Tesla Supercharger. Und halt diese Schnellladesäule Fastnet. Aber ich bin ja noch zu 88% geladen. Das reicht für Dresden hin und zurück. Ja, ich mache noch einen kleinen Spaziergang. Ich bin extra ein bisschen früher losgefahren, dass ich auch ein bisschen Bewegung habe, nicht nur den ganzen Tag rumsitze. Ich habe auch eine neue App, Reward. Da kann man Geld verdienen fürs Spazierengehen. Und das motiviert natürlich zusätzlich. Von diesem Verein wurde das Ganze organisiert. Dann haben wir uns gegenseitig unsere Autos gezeigt. Einer hatte eine Campingbox hinten drin. Dann gab es noch dies und das zu bereden. Und dann ging es auch schon los. Los geht's. Da ist die Kolonne. Da stehen auch inzwischen ein paar Teslas da hinten. Ja, hier geht's halt über die Landstraße. Nichts Besonderes. Momentan 12,5 kW auf 100. 74% noch und 472 Kilometer noch Reichweite. Es sind noch ungefähr 100 Kilometer bis zu dem Schloss Moritzburg. Naja, geht voran. Ja, da sind die Windräder, die den grünen Strom liefern. Die Kolonne ist zusammen. Gerade kam die Anzeige, dass Waschwasser leer ist, aufgefüllt werden sollte. Das finde ich ja ganz gut. Das wusste ich gar nicht, dass der das hat. Naja, weiter geht's. Das Gute, wenn man hinter einer Kolonne mit E-Autos steht, muss man keine Abgase einatmen. Und da ist die Moritzburg. Das Zwischenziel ist erreicht. Hier wurde zum Beispiel der Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gefilmt.
der seit 50 Jahren zu Weihnachten ausgestrahlt wird. In den Turm passen 280 Fahrzeuge, etwas weniger als in Wolfsburg. So, jetzt bin ich in der gläsernen Manufaktur und nehme an der Führung teil. Bis gleich. Ja, hier sieht man ein paar Modelle, also Designstudien und so weiter. Drehsitze. Ein weiter Einstieg. Ein Lenkrad, was beim autonomen Fahren sich selbst einfährt. Eine Kamera anstatt Seitenspiegel. Futuristische Front. Die MEB-Plattform, der modulare Elektrobaukasten, auf den viele Modelle aufgebaut sind. Hier ist es ganz gut zu sehen. Ja, die Fertigung durften wir leider nicht fotografieren oder filmen aus Datenschutzgründen. Deswegen ging es danach direkt zum Essen. Und ja, Spargelsuppe. Und ich habe was Veganes bestellt. Und dann ging es wieder zurück. Hier Solarpaneele neben dem VIP-Ladeparkplatz, wo ich dann ein bisschen aufgeladen habe für knapp 18 Euro. Und dann bin ich wieder zurückgefahren. Und es geht wieder zurück durch Dresden. Scheint da hinten ein bisschen zu regnen. Mal schauen. Zwischenstation machen in Lübben. Mal sehen, ob die Ladesäule jetzt wieder funktioniert oder kostenlos funktioniert oder ob das kostenpflichtig jetzt ist. Aber eigentlich habe ich ja schon ziemlich viel geladen an der gläsernen Manufaktur. Na, mal schauen. Ja, richtig vermutet. Da kommt noch ein bisschen was runter. Und die Sonne scheint wieder. Alles gut. Da ist die Autobahn Richtung Berlin. Mal wieder. Aber ich fahre zurück auch Landstraße. Als einer der einzigen von der Truppe. Die meisten fahren über Autobahn zurück, um dann schneller zu Hause zu sein. Und geben in so einer Walkie-Talkie-App bekannt, wie der Momentanverbrauch ist. Einige haben schon gesagt, so über 30 kWh pro 100 Kilometer. Bin es noch nicht mal die Hälfte. Aber ist ja klar. Und hier ist ein Oldtimer-Museum in Kalau. Das sieht man jetzt gleich. Die Oldtimer, hier sind sie. So, noch 22 Minuten bis Lübben und erstmal eine Zwangspause, um auf einen Zug zu warten. Da kommt er. Ein Güterzug, offensichtlich. Schade, keine Teslas oder so. Das hätte gepasst. Oder VWs. Okay, weiter geht's, hoffe ich. Ja. So, diesmal hat's geklappt. In Lübben wieder kostenlos laden. Also, das heißt, ich halte mich hier noch eine Weile auf. Und das Video wird dann erst später hochgeladen. Naja. Aber es ist ja noch hell und macht nichts. Dann gehe ich noch mal zum Supermarkt. Morgen ist Sonntag. Genau. Dann ja, bis später.
kleiner Snack. Ja, ich habe meine Ernährung etwas umgestellt, weil ich etwas erhöhten Cholesterinwert habe. Jetzt stehe ich vor einem echten Dilemma. Soll ich hier übernachten? Da ist nämlich auch ein Stellplatz für Campingmobile, der kostenlos ist. Oder nach Hause fahren, wo ich schlechten Parkplatz kriege um die Zeit, dann, wenn ich dann ankomme. Ja, ich überlege mir das noch. Ja, die App Reward habe ich seit Ende Mai und habe schon, also ja, schon kann man nicht sagen, aber ich habe 3 Euro und ein paar zerquetschte, 3,30 Euro oder so bis jetzt verdient mit Spazierengehen. Ja, das ist nicht viel, aber es motiviert irgendwie zum Laufen, zum Gehen, Spazierengehen, Wandern. Ich finde es gut. Hier gibt es Gurken und ich nehme mir eine mit. Ja, ich denke mal, ich fahre nach Berlin zurück. Ich hoffe, dass vielleicht noch jemand Samstagabend unterwegs ist und dann noch ein Parkplatz da frei ist. Und ja, damit beende ich das Video hiermit. Und ich hoffe, ihr habt euch unterhalten gefühlt und habt ein bisschen was mitgenommen an Informationen, die ihr gebrauchen könnt oder so, keine Ahnung. Und damit sage ich, bleibt neugierig und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.